Hab ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ja gut, hier kann sie natürlich bestimmt trotzdem was draus machen, davon mal ab. Genau, dann hast du da einmal die Ornamente und du hast auch noch in dem Kosmetik-DLC hast du auch noch Ornamente, genau. Sehr schön. Guck mal, so langsam wird das doch hier was. Sieh mal ein. Was heißt so langsam? Also mittlerweile, wir kommen ja langsam schon Richtung Endgame jetzt. Kann man ja nicht anders sagen. Capture-Laune, mal wieder zurückkehren. Weltausstellung ist fertig. Ja. Einmal wieder einsammeln. Was gibt es denn jetzt Schönes? Das würde bei einer Auktion Oh, einen legendären Bären gibt es. Na dann. So, Freizeitpark hattest du fertig? Ah, guck mal hier. Sieh mal einer an. Der sieht geil aus. Der sieht schön, der sieht auch schön voll aus. So, weißt du, wie ich mir so einen Freizeitpark vorstelle einfach. Überfüllt, überall sind Menschen, überall Stände. Der sieht sehr schön aus. Und was hast du hier drüben gemacht? So ein Aussichtspunkt, ne? Ich gehe mal kurz runter. So, zack. Gucken wir uns mal kurz die Aussicht an. Ja, warte, warte, warte. Ja, du hast schon eine geile Aussicht von hier. Ja, doch, doch. Selbst wenn du in diesem Haus wohnst, hast du einen richtig geilen Ausblick, Alter. Na gut. Die Miete muss hier hoch sein. Alter, aber auch ein bisschen beängstigend, die Tiefe da. Sehr schön. Was jetzt, ist die Frage. Also, wir können wieder Hochhäuser ausbauen. Dinge. Gute Lage. Warte mal, schau mal rein. Drogerie, hatte ich reingebaut, stimmt. Und ich hatte überlegt, Zahnpasta zu machen, dafür brauchen wir Zucker. Zucker importieren wir. Das heißt, wir können die Zahnpasta in Auftrag geben. Zack, Produkt auswählen. Das wird ganz sicher vielen Kunden gefallen. Wir haben Zahnpasta jetzt. Okay, das ist Drogerie, das Bedürfnis ist erfüllt. Violin finde ich heavy. Also Kirschholz haben wir, das ist gar kein Problem. Eisen ist eigentlich auch kein Problem. Farben und Lacke wird langsam ein Problem. Weil ich kann mir vorstellen, dass du für Spielzeug auch wieder welche brauchst. Aber ich kann auch vielleicht mich erstmal zu den Farben und Lacken hinhangeln, sage ich mal. Und gucken, was sie wirklich brauchen. Also Plastik hundertprozentig, aus Logik einfach. Noch drei Häuser. Ihr kriegt euch hier nicht hin. Du noch? Du noch? Nee, du bist das gar nicht. Alter, wie hoch diese Häuser sind. Ne, du bist nicht so ein Hochhaus. Die sind auch noch relativ klein hier oben. Hier sind noch ein paar große Hochhäuser. Aber auch nicht in der Höhe, die ich gerne hätte. Was fehlt euch denn? Ah, das Möbelhaus, natürlich. Na klar. Wo könnten wir denn hier ein Möbelhaus hinsetzen? Das ist echt jetzt schwierig mittlerweile. Was könnte man abreißen? Also das Restaurant und sowas würde ich gerne stehen lassen. Da bin ich ganz early bei euch. Das könnte... Ja, da haben wir zwei Kaufhäuser nebeneinander. Das sieht auch scheiße aus. Hier können wir eins hinsetzen. Da müssen wir die Häuser alle einfach nur ein bisschen bewegen. Sie spielen schon seit zwei Stunden. Warte mal. Ganz anders machen wir das. Guck mal hier. Guck mal zu jetzt hier, meine Damen und Herren. So machen wir. Guck mal an. Zack. Zack. Dann nehmen wir uns einmal die Kollegen... Die Kollegen hier in den Wärmer. Zack, haben wir hier in die Lücke rein. Na, ja, ein bisschen tricksen muss man ja manchmal. Ich hoffe, dass die Reichweite auch noch nah genug ist. Dann bauen wir dich da rein. Und dann setzen wir dir jetzt hier das Kaufhaus hin. Was erlauben wir da, ist die Frage. Erfüllt keinen Zweck. Bankierslampen bieten wir schon an. Die Ressourcen haben wir auch da. Das ist auch generell ein guter Bonuseffekt. Was haben wir denn aber noch? Paravents sind gar nicht so ungeil. Schließe die Ausstellung Dschungel des Ostens in einen ihrer Zoos ab. Aber ich sage immer so, da brauchen wir auch wieder was. Farben und Lacke. Ich glaube sowieso, dass wir an Farben und Lacke sowieso nochmal hin müssen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Kirschblüten haben wir nicht. Warte mal. Moment, Moment, Moment. Ja, ja, komm. Reden Sie mal mit jemandem, den es interessiert. Dankeschön.
So. Gern mal so. Ich habe wieder verwirrt gewesen. Genau, wir müssen welche Ausstellung fertig machen bei den Zoos? Also das stand jetzt in der alten Welt. Ich hoffe jetzt einfach mal hart, dass es auch in eine Cap Trelawney geht. Zoos in der alten Welt. Ja, das dürfte ja wohl passen. Ist ja auch noch irgendwo alte Welt. Dschungel des Ostens. Was brauchen wir denn da für Tiere? Haben wir denn alle da? Wahrscheinlich nicht. Haha. Ja, war nee, oder? Haben wir was zufällig voll? Also von den Sets haben wir nichts voll, weil wir ja nur die krassesten Tiere drin haben, weißt du? Achso, okay, ja. Wobei, es gibt noch ein legendäres, eine legendäre Hirschart, sage ich mal. Wenn wir die noch haben, dann haben wir ausgestorbene Arten das Set voll. Aber das sind auch alles legendäre Tiere, dementsprechend haben wir sie auch fast voll. Aber Dschungel des Ostens, guck mal, hier sehe ich sogar, wenn wir die sogar irgendwo haben, die Tiere. Haben wir nicht. Da haben wir nicht ein einziges Tier. Was vielleicht auch daran liegt, dass das krasseste was Seltenes ist. Nee, was Episches. Ein Elefant. Na gut. Das Ding ist, wir haben halt einen legendären Elefanten, ne? Aber nicht den normalen. Ja. Wo kriege ich Tiere her? Nicht nur bei Madame Kaina. Sondern kriege ich die nicht auch von Samento? Achso, ja, du kannst auch kaufen. Ja, ja. Ja, ich weiß was. Ich würfel mal ein bisschen. Wir haben ewig nicht mehr gewürfelt. Dann, was soll's. So, alte Welt. Haben wir ein Schiffchen übrig? Bestimmt. Dann nehme ich sonst, oder warte mal, ich guck mal, was Archie bald da anzubieten hat an Schiffen. Ah, guck mal, er hat ein Frachtschiff, dann kaufe ich das mal kurz. Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. Zack. Dankeschön dafür. Dann fährst du bitte einmal nach Madame Kahina. Der Weg ist ja mittlerweile sicher. Zum Horizont. Warst du bist du mit deiner Flotte nach Madame Kahina gefahren, um die Sachen zu verkaufen, ne? Ja, ja. Dann mach ich das mal kurz. Entschuldige, so. Ganz raus. Ganz raus. Ganz raus. Oh, wir bieten hier ungefähr 150 Rindfleisch an. Kann man mal machen. Ein paar. Ja, ist vom Geld hier ganz nett. Ich sag 53.000. Weißt du, wie wir uns in den ersten Folgen dafür sonst was gemacht hätten? Für dieses Geld. Das ist richtig. Und jetzt ist das hier solche Peanuts einfach, was auf dem Konto kaum zu sehen ist irgendwie. Ist schon heftig irgendwie, wie sich das geändert hat. So viele Geldprobleme, ganz viele Folgen lang gehabt. Also wir hatten wirklich sehr viele Folgen lang, wirklich Geldprobleme en masse einfach. Und die sind jetzt einfach seit natürlich schon Ewigkeiten futsch. Echt krass. So. Auch hier nochmal bitte verkaufen. Übrigens, wir können immer noch von Madame Kahina im Notfall auch noch so Luxusgüter kaufen wie Schokolade und so, ne? Aber nicht viel, ne? 150 von jedem. Ach doch. 150 Zigaretten, Schokolade, Perlen, Kaffee, Rum. Ja. Also an sich ist das nicht ungeil sogar. Generell, bei den KIs habe ich schon länger nicht mehr geschaut gehabt. Wir so, können, glaube ich, Flotte, auf geht's zur kleinen Insel vorne. Ja, kannst du kurz hinschicken, wenn du möchtest. Kannst du gerne hinschicken. Mehr Druck im Kessel. Du fährst einmal nach Samento, wir müssen Tiere kaufen. Oh, hier ist ein Schlachtkreuzer. Bei Samento, ich kaufe den mal. War teuer? Ach, was heißt es teuer? Ist Nuts. Zack, gekauft, neues Kriegsschiff. Apropos Kriegsschiff, haben die Piraten was anzubieten. Ja, nicht wirklich wir geilen Scheiß. Mit anderen Worten, wir kaufen und zerstören. Ja. Hat die Piratin was anzubieten? Wir haben 15.000 Ingenieure. Warte. Das muss ich einmal sehen. Sind sofort da? Flotte erwartet Befehle. What? Ne, 8.000 haben wir. Ja, mit den in der... Aber warum? Das muss an der Post liegen. Warte mal, ich guck mal rein. Ich will Forschung voll machen. Das kann nicht sein. Post kann nicht sein. Überregional ist gerade gar nichts. Ich habe jetzt 10.000 im Forschungsinstitut. Mehr geht nicht. Aber überregional, also überregional kann pro Haus plus 15 Ingenieure geben, was extrem krass ist. Aber da ist keine Post drinne. Ja, aber wo sind die denn noch einmal her? Kommt das wodurch die... Warte mal. Nee, Drogerie kann ja nicht sein. Das macht ja sowas nicht. Ein Kollege hat mir eine universelle... Warum haben wir die Leute? Also sowas finde ich mal ein bisschen gruselig. Das ist eine gute Frage. Übrigens, Schiff Ausbau der Anlegestelle ist bald durch. Wir müssen uns entscheiden, was wir jetzt machen wollen. Wir greifen mal an, anscheinend. Stillgestanden! Er hat mir Rat.
Ja, stimmt, wir müssen mal gucken, was. Wir können mal demnächst so Items vielleicht entwickeln, mal, weißt du? Können wir machen. Neue Befehle? Bam, Junge, schieß! Ah, die ganz kleinen Tornados kann man ja mal verschießen hier. Und was wir übrigens auch noch nicht gebaut haben mit etwas, was wir uns noch gar nicht auseinandergesetzt haben, sind die ganzen Abwurf, oder die ganzen Fabriken mit den Abwurfsachen und auch Zeitungen und sowas, ne? Ja. Zeitung muss ja wohl irgendwas bringen. Vielleicht Propaganda oder so? Das kann sein. Aber wäre auch mal lustig, damit was zu machen, weißt du? Um es einfach mal gemacht zu haben, ja. Ja, aber auch generell, wenn wir mal Hand angreifen sollten irgendwann, dass wir auch da mal mit so einer Armee aus Luftschiffen kommen und die mal bombardieren, weißt du? Das stimmt. Das Spiel ist aus. So, ich klicke an. Bedauern. Sie haben jetzt diese Inzerlist-Kriegsentscheidung. Das klappt diesmal richtig gut. Na, das können wir doch einfach lassen und direkt weiterziehen. Ja, warte, ich hole mir kurz die eine Sache, da interessiert mich. Es ist sinnlos, dieses Netz zu spinnen. Ah, guck mal, du kannst auch gerne noch was hier nehmen, wenn du möchtest, da aus dem Kontor für die Schiffe, falls du einen Platz hast. Ja, nix Dolles. Das angeschlagene Schiff würde ich hier lassen. Ja, klar. Nee, warte, wir machen es anders. Ich schicke erstmal alle jetzt erstmal in die Nähe. Und das angeschlagene Schiff, das schicke ich einmal zu unserem Haupthafen, einmal kurz zum Reparieren. Zack. Sehr schön. Jetzt, wo war ich jetzt gerade? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir waren jetzt gerade dabei, ja, dass die Ingenieure plötzlich so viele waren. Wir wissen nicht woher. Warte mal. Und dann, was wir im Forschungsinstitut machen wollen. Liegt das daran? Itementwicklung. Handelskammer. Nee. Doch hier! Also ich. Wohnhäuser erhalten zusätzliche Bewohner durch Fische, Brot, Fleischkonserven, Universität, Kaffee, Glühbirnen, Sekt, Dampfwagen, Schokolade. Beim Brioche Royal. Aber das kann auch nicht sein, weil da haben wir keine Ressourcen mehr für. Alle Mitarbeiter sind wir haben keine Goldbarren mehr. Aber die Vorräte gehen zur Neige. Und das, wir haben die, trotzdem immer noch die Ingenieure, die gehen nicht runter. Woher? Ich sehe gerade eher noch einen Ticken mehr. Aber warum? Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, guck mal rein bei der Ibero-Regionalen Post. Jetzt ist die voll. Ja, dann ist das wohl, liegt das wohl daran. Muss daran liegen, aber das war gerade eben leer noch. Oder habe ich gerade auf das eine Haus geklickt, wo keine Post dahin kommt oder was? Das kann auch sein. Weiß es nicht. Nee, überregionale Post ist fast voll. Das gibt halt fast plus 15 Ingenieure. Das ist verflucht viel. Das ist heftig. Ich könnte auch tatsächlich den Ingenieuren noch Shampoo anbieten, ne? Ja. Das könnte ich, weil ich klick mal an, weißt du? Ich klick's mal an und bei den Touristen so verbiete ich das jetzt. Wenn es hier keine Busse gibt. Brauchen wir ja gerade nicht mehr. Das heißt, wir dürfen. Alter, guck mal, guck dir mal die Ingenieure an. Also bei Forschung geht nicht mehr. Also wir brauchen die gerade nicht. Es ist nur Einfluss, was wir noch dazu holen können. Na gut, dann mache ich Shampoo auf Pause. Dann brauchen wir das ja gerade nicht. Ist ja unnötig. Alter, wie viele Leute wir uns holen könnten. Was für ein Opus Magnum. Apropos Opus Magnum, Forschungsinstitut, du hast schon einen am Entwickeln, ne? Sehr alle geil. 10 Minuten kommt ein neues Item. Das ist ja richtig schnell. Okay, ich sag mal so. Wir haben ja schon einen LP dazu gemacht. Und ich hatte auch das Forschungsinstitut. Und ja, ich habe es nicht voll mit 10.000 gehabt. Ich hatte vielleicht 2.000 drin. Und es hat trotzdem, glaube ich, noch so eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. Ja. 10 Minuten, das ist ja nichts. Ich mache ja auch Vergleich. Ein paar geile Typen einfach mal, weil ich die gut finde. Aber brauchen wir die auch? Ja. Okay, dann ist es easy. Aber so generell Item-Entwicklung müssen wir sowieso nochmal schauen. Nicht Item-Entwicklung, sondern Bande in Forschungsgebieten, dass wir da weitermachen. Ja. Wobei Talententwicklung ist ja fast schon voll, sehe ich gerade. Und aber das Ding ist jetzt, wo du halt so schnell du die Leute entwickeln kannst, gehen natürlich auch schnell die Forschungspunkte weg. Ja, gut, ich brauche immer nur 20.000 pro legendäres. Na, dann sparen wir erstmal wieder. Übrigens haben wir gerade minus Touristen. Ich mach mal wieder das an für die Shampoo. Lügen. Das verdirbt mir das Ganze. Ja, komm, ich hab doch wieder angemacht. Und wir müssen mal wieder gucken, dass ich beim Eisernen Turm mal wieder irgendwie, Sie weiß ich nicht. Sie sind heute unterbesetzt. Wer schickt sonst den Portier, ja, um ein Gericht zu servieren? Ah, kommen Sie mal runter. Goldbarren haben wir nicht mehr im Einsatz. Das tut mir natürlich leid. Was können wir denn noch anbieten? Latour Triffel haben wir freigeschaltet. Ist jetzt auch nicht ungeil. Haben wir alles da, bis auf Weintrauben. Ah.
Ah. Wenn wir gerade die Touristen immer noch weiter sinken, das ist ja unglaublich. Formen Sie mal bitte down, ja. Weißt du was, ganz ehrlich, wir haben hier so... Es sieht vielleicht auch gar nicht so ungeil aus. Warte mal, warte mal. Wir, stecken hier wir gucken mal nur kurz was. Reicht nicht ganz, aber das ist vielleicht auch irrelevant. Kommt überhaupt irgendwo hin? Ups, ja, gut. Können wir sonst uns mal hier ein Lagerhaus? Ja komm, warum nicht? Aber ich finde, die Lücken kann man eigentlich gut benutzen. Also, ne, sieht ja jetzt auch nicht verkehrt aus. So ein kleines Wein. Touristen. Ja, das liegt am Shampoo, weil ich habe ein bisschen angestellt. Dürfte gleich wieder besser werden. Hoffentlich. Wir können sonst generell mal ein bisschen kurzfristig jetzt erstmal. Warte mal. Warte mal. Dich setzen wir dann stattdessen hier hin. Es geht ja nicht darum, viel zu haben, nur so ein bisschen. Ja, aus handverlesenen Reben, weißt du? Schöne handverlesene Weintrauben, ihr wisst ja, wie das läuft. Zack. Muss ja nicht auf 100% laufen, reicht immer, wenn wir ein paar Trauben produzieren. So. Und noch eins, damit wir dann einfach auf der sicheren Seite sind, würde ich sagen. So. Was machst du jetzt, Feinet? Gerade nichts. Oha. Okay, das ist jetzt eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich überlege. Du überlegst, was du machen kannst, ja? Ja. Violinen müssten gemacht werden. Da gucke ich mal, was brauchen wir. So, ich biete jetzt mal hier bei dem Turm mal dieses Trüffel-Ding da an. Das können wir nämlich durchaus machen. Rezept fehlt. So, und jetzt haben wir... Ah, guck mal, Touristen, bei plus 2000 sind wir jetzt? Bitte was? Warum denn das plötzlich? Ich verstehe das nicht. Ask me. Ich habe jetzt gerade das Rezept gewechselt, ja. Aber das Rezept muss jetzt ja auch erstmal in Gang laufen. Das ist ja immer noch nicht da. Das macht gar keinen Sinn. Warte mal. Ich klicke mal kurz auf Motel. Das Shampoo ist wieder voll. Aber da so viele? Ich beschwere mich nicht. Ich mache mal einfach den hier. Jetzt fehlt uns Teig, jetzt sind die Touristen alle wieder weg. Rafft das einer. Wir auf der Insel kein Talg mehr. Das ist ja doof. Talg können wir importieren übrigens. Hustus. Ja, Talg ist. Stell mal mehr Talg hier. So, was wollte ich machen? Ich wollte Paravents machen. Dafür brauchen wir aber dieses Ost. Ja, genau, ja. Mhm. Osten des Dschungels oder so müssen wir dafür freischalten. Dschungel des Ostens oder so rum. Nun gut. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge Anno 1800 gefallen hat. Jetzt haben wir ein bisschen Überlänge hier sogar drin. Manchmal passiert das. Ich sag mal so, wir haben jetzt Silver fast ausgelöscht, hat nur noch eine Insel in der alten Welt, dann ist er sonst noch in Besa nur noch zu Hause. Mal gucken, wie Hunt darauf reagiert, generell, ob sie dann im Laufe der Zeit noch ein paar Inseln einnehmen wird. Generell kommen wir so langsam schon ins Endgame rein. Was heißt langsam? Wir sind mitten im Endgame drin. Das kann ich nicht anders sagen. Ja. Gucken, dass wir die Hochhäuser halt noch weiter hochhauen hier, damit wir schon das letzte Monument einmal freischalten können. Genau, da bewegen wir uns auch schon langsam Richtung Finale hin, würde ich sagen. Aber das könnte wahrscheinlich noch ein paar Runden dauern. Mal gucken. Leute, wir hoffen natürlich, wie gesagt, das hat euch gefallen, die Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Habt wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.